Edeka Embach, Eichendorfstraße 44 in Oftersheim. Und mal wieder hat eine Frau die Geschichte bestimmt. Agana, das war eine Frau. Eine Frau, die der Kirche, einem Kloster eine Zuwendung gemacht hat. Und weil es so wichtig war, wurde das in ein Buch geschrieben und hat dazu geführt, dass wir nicht ganz 1250 Jahre später, noch sind es 1247, hier stehen und uns überlegen, was machen wir mit unserem Jubiläum. Ich verneige mich tief vor den Verantwortlichen. Ich bin in der Geschäftsleitung einer Agentur, einer Kreativagentur für Live-Kommunikation in Heidelberg, und wir haben viele, viele Kunden. Und wir stellen immer wieder fest, dass Vorlaufzeiten völlig überschätzt werden. Also, dass jemand anruft und sagt, in 4 Wochen haben wir da so ein Jubiläum, könnt ihr mal kurz so ein Konzept schreiben, was wir da machen und noch ein paar Künstler buchen, ist keine Seltenheit. Kommt zusammen, entwickelt die Ideen selbst, weil es ist am Schluss euer Fest in eurer Stadt und ihr macht es für euch und von euch. Das ist, ziehe ich meine Hüte, die ich nicht habe. Und sagen, Mensch, das interessiert mich, was ihr sagt oder was ihr sagt. Es ist dazu gedacht, dass man auch sich kennenlernt und vielleicht dann auch Verbindungen gibt. Wir treffen uns und vielleicht können wir gemeinsam reden. Steilvorlage, was wünsche ich mir? Also erstmal finde ich, wir haben in Schwetzingen ein ganz tolles Theater, das ist Theater am Puls. Das denke ich, kennt fast jeder hier, nämlich mit diesen Kinderopern und auch Operettenprogrammen die kulturelle Vielfalt in Schwetzingen vielleicht mit voranzutreiben, unterstützen. Essen gehen, genau. Oder möchte ich lieber Rabatt haben oder möchte ich in eine Kulturveranstaltung, dann für den Wert, der mir dann zusteht. Andere Produkte zu kreieren, die man das ganze Jahr kriegt, die man mit dem Jubiläumsjahr auch konkret verbindet. So tolle Fotografen, ja. Ja, wenn du sagst Jugendliche, dann wäre meine Überlegung, cool, mit Jugendlichen in Bezug auf die Fotografie, das ist mein Thema mehr. Singen kann ich nicht, aber fotografieren kann ich, oder von daher wäre das mein Thema. Jetzt sind wir dran. Das Einzige, was wir brauchen, sind ihre Vorgaben. Hallo Katrin. Hallo Papa. Du, wir waren gerade auf der Bürgerversammlung und wäre übrigens auch schön gewesen, wenn du da gewesen wärst, hm? Aber du hast das aktuell, also ich habe ja die ganze Hausaufgaben noch machen gehabt. Und dann du musst noch eine neue App schreiben und ich musste noch so ein ganzes Seiten machen. Nee, Katrin, das ist ja auch ganz toll, das ist ja auch ganz toll, super. Aber wir haben so uns gedacht, also es wäre ja auch schön, wenn die jungen Leute sich dann ein bisschen mehr engagieren, ja? Stopp, ich hätte gern erstes Gefühl. Gut. Doch nicht immer wieder müssen es machen, ne? Ihr denkt euch was aus und die Jugend darf schon machen. Klar, Papa, was ich denke, was wir brauchen, ist einfach Computer für jeden. An jeder Stelle von Schwetzingen, wo irgendwas ist, wo es irgendwas Tolles zu sehen gibt, gibt es einen Computer. Hier, Speaker's Corner. Das war ein Stichwort, Speaker's Corner, im Schlossgarten, wurde über die ganze Stadt verteilt. Unter diesem Thema kann man sich vorstellen, ein Mundartwettbewerb, der dann eben auch an unterschiedlichen Stellen, der ein oder andere kann dann sich per Mundart äußern. Es können aber auch Szenen aus den Jahrhunderten entstehen. Es war auch daran gedacht, dass Schüler eben ihre eigene Chronik schreiben über Schreibwerkstätten. Anfang, Handel, Gastronomie ist ein schwieriges Thema. Insofern wurden auch viele Wünsche an uns herangetragen. Wie sollen mehr zusammenarbeiten, wie sollen mehr Synergie entwickeln, die Händler sollen doch mal was gemeinsam machen. Mhm. Aber vom Feedback war es trotzdem insgesamt so, dass alle rübergebracht haben, dass es ein wichtiges Thema ist. Die Vereine haben sich gewünscht, verschiedene Plattformen zu haben, sich zu präsentieren. Gedacht ist an Olympiaden. Beispielsweise für Jung und Alt mehr Generationen statt, auch die Partnerstädte immer einzubinden. Es ging ums Thema Tanzen, Singen, Bewegen. Schwetzingen bewegt sich vor allen Dingen eben interaktiv mit der Bürgerschaft zusammen, die Vereine mit dabei. Die wichtigsten Themen, die wir an unserem Tisch besprochen haben, waren in den Bereichen Barrierefreiheit, Inklusion. Dann ein zweiter Bereich ist die Integration. Und ein dritter Bereich, da steht jetzt Michael Seib neben mir, das ist der Fachmann für das Thema Schule und Zusammenarbeit mit den Schulen.
Es lässt sich natürlich auch zu historischen Themen da in dem Bereich etwas machen, was dann auch, wir haben es schon gehört, aufgeführt werden kann. Und zwar auch von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Der absolute Renner, ich darf es gleich vorausschicken, absolutes Thema Nummer 1 mit ganz großem Abstand ist Wasser, Brunnen, eventuell Denkmal. Dieses Wort fiel nicht so oft, aber es ging hauptsächlich um Wasser, ist gleich Leben und Brunnen. Ja, es ist jetzt gerade zu Ende gegangen, 3,5 Stunden intensives Miteinander, ein Bürgerdialog über das, was das Stadtjubiläum für die Bürgerschaft bedeuten könnte. Jetzt auch noch mit Improvisationstheater. Also es war ein ganz besonderer und sehr intensiver Abend. Selbst für einen wie mich, der jetzt viel auch nur am Rand unterwegs war. Ich glaube, den werden alle, die heute dabei waren, nicht vergessen. Und er wird vor allem auch einen bleibenden Wert haben, weil das, was wir hier erarbeitet haben, wird mit Sicherheit vielfach auch in dieses Jubiläumsjahr einfließen. Ja, Frau Schubkegel, haben Sie mit dieser Resonanz und mit diesem intensiven Abend im Vorfeld gerechnet? Ganz klar nein. Also wir sind total überrascht und sehr glücklich, dass das so positiv angekommen ist, angenommen wurde. Wir hier mit allen Teilnehmern, die heute da waren, so viel gemeinsam entwickeln konnten. Natürlich hatten wir im Vorfeld eine ungefähre Anzahl, einen Anhaltspunkt, allein über die Anmeldeliste. Das hat uns schon ein ganz gutes Gefühl gegeben. Wir haben gemerkt, es findet als Thema einen gewissen Zuspruch in der Stadt, aber es waren dann doch einige noch mehr da an diesem Abend, heute Abend. Und ja, dafür als allererstes jetzt einfach mal ein Dankeschön. Ja, Frau Dr. Gielsdorf, was nehmen Sie jetzt mit von dem Abend? Eine Fülle, eine Riesenfülle nehme ich mit und viel positive Stimmung und einfach Lust, dieses Jahr zu feiern, aber auch dieses Jahr mitzunehmen oder zum Anlass zu nehmen, auch manche Dinge nachhaltig zu verändern. Und also mir hat einfach diese Stimmung, diese Atmosphäre so gut gefallen. Natürlich habe ich ja kurz schon mal ein bisschen reflektieren können, was wir dann auch an unserem Tisch als Ergebnisse hatten. Also es gibt einige konkrete Projekte und ich kann mir auch vorstellen, dass man die auch machbar machen kann und dass wir die tatsächlich dann 2016 alle gemeinsam und vor allem dann halt auch mit unseren Bürgern dann umsetzen können. Aus Ihrer Sicht sonst noch irgendwas? Ansonsten dürfen Sie jederzeit gerne, wenn Sie nachts aufwachen und einen Geistesblitz haben, das direkt an Ihren Nachttisch legen, das ausfüllen und uns noch gerne zukommen lassen, uns eine E-Mail schicken, uns einen Brief schreiben, persönlich vorbeikommen, wie auch immer. Wir sind dankbar über jeden Vorschlag, den wir noch mit berücksichtigen können. Taxi 7676, ein guter Ruf für alle Fälle.